Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück zu Tag 31 von Let's Play This War of Mine. Heute geht es weiter. Wir haben es geschafft, wir haben Medikamente mitgebracht und dabei belassen wir es. Bruno sieht erschöpft aus, vielleicht beanspruchen wir ihn zu sehr. Und Roman ist immer noch leicht krank, erholt sich allerdings. Pavel hat... Oh, er hat wieder meine Geschichte. Oh, ziemlich lang sogar diesmal. Die Sporthalle hatte die Bombardierung überstanden, doch um dorthin zu gelangen, mussten wir unter Beschuss von Grazny-Scharfschützen die Brücke überqueren. Die Friedenswächter haben sich geweigert, uns mit ihren gepanzerten Transportfahrzeugen zu helfen, also haben wir auf eine neblige Nacht gewartet und sind wild drauf losgerannt. Wir kamen sicher an. Obwohl wir nicht viele Zuschauer hatten, war es trotzdem das unvergesslichste Fußballturnier meines Lebens. Mein Junge war so glücklich am nächsten Tag. Am nächsten Tag hat es meine Frau geschafft, mit ihm zusammen ins Ausland zu flüchten. Ich werde sie wiedersehen, wenn das alles vorbei ist. Hat dich das jetzt glücklich gemacht? Nein, du bist immer noch deprimiert und müde. Das ist Arsch. Okay, aber wir können mit Roman reden. Du bist erschöpft, aber das ist nicht gut. Okay, Bruno, du gehst erstmal hier unten hin. Wir haben leider... genau, wir können hier nicht nur Feuer reinmachen in Ding, sondern obendrein noch... Roman, du darfst nicht aufgeben, genau. Also nicht nur das hier können wir... Okay. Wir brauchen Feuerholz. Scheiße, okay, aber wir können was machen. Und wir können vielleicht Zigaretten machen. Das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen erträglicher. Okay, Pavel muss sich ausruhen. Du wirst hier schauen, ob du Zigaretten machen kannst. Ja, kannst du. Du kannst sogar 8 machen. Siehst du da? Ich hoffe, dadurch kommen wir gut hin. Ich hoffe, der liebe Franco kommt heute. Es dauert ein bisschen, die Zigaretten zu drehen. Ah ja, Franco, komm, Roman. Ich weiß, hier, du bist leicht krank und hier an die Tür zu gehen, wo es draußen Winter ist, ist vielleicht nicht so geil. Aber ich glaube... Gut, das hier ist ganz wichtig, Gemüse, ultra wichtig. Teile werden natürlich auch geil. Das kostet so gut wie nichts, aber Holzpreise sind recht hoch. Das hier ist nichts Besonderes, sagst du? What the fuck? Das muss eigentlich urbesonders sein. Nehmen wir mal eins von denen hier. Schnee können wir leider nicht verkaufen. Ich weiß halt nicht. Das hier ist wertvoll fürs Tauschen. Das ist aber immer noch ein Scherz, sagt er. Wie wäre es, wenn wir das hier... Das ist immer noch ein Scherz. Okay, nee, das... scheiße, okay. Brennholz ist vielleicht doch teurer, als ich dachte. Okay, so können wir uns einigen. Ist mir allerdings noch nicht ganz so recht. Zucker. Und dann noch vielleicht... Na gut, Medizin möchte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Waffenteile eigentlich auch nicht. Okay, das ist... Moment. Wie viel ist das wert? Ein Ding ist ein Holz wert? Okay. Bin ich damit einverstanden, ist die Frage. Entschuldigung. Na, aber das können wir rausholen. Das ist schon mal ganz gut. Aber sonst Tabak. Können wir einen Tabak für ein Ding? Nee.
Dann machen wir das so. Wir haben allerdings kein Kannenfutter mehr. Aber das macht nichts. Ich mach mal hier die Tür zu. Vielleicht brauchen wir hier gleich noch was. Moment, wir können... Nicht Bruno! Nein, mach weiter. Hier, Roman. Wir können vielleicht mit Pavel reden. Weil wir sind nur traurig, aber noch nicht deprimiert. Möglicherweise. Ich find diesen Bug möglicherweise, oder was auch immer das da ist, was ihr gerade gesehen habt, wenn aus dem Bett getröstet wird, so richtig strange. Aber auch lustig. So, du bist noch erschöpft, das heißt, ja, du bist eigentlich am Sack. Wir brauchen ein Sägeblatt für die Kirche. Ich glaube, das werden wir mal machen. Und dann werden wir schauen, ob wir noch ein bisschen Brennmaterial hinkriegen. So, Pavel wird schlafen. Du wirst dich einfach nur hier ausruhen. Komm, ich weiß das. Moment, halt, Moment. Eventuell muss ich ihn wirklich wegschicken, weil wenn der... Wir sollten vielleicht Konservenfutter schauen, dass wir irgendwie tauschen können. Was willst du, Konservenfutter? Es ist nicht billig, ich weiß, aber... Kann ich rein theoretisch ein bisschen... Wie viele Zigaretten müsste ich tauschen? Alle. Okay, nee, ich möchte ja die beiden nicht mehr deprimiert haben. Deswegen... Bisschen Holz, bisschen was davon... Boah, das ist schon nicht wenig, aber... Ja, eigentlich, Lebensmittel sind jetzt auch urar, von daher... Nee, nicht interessiert. Ich werde einfach sagen, verpiss dich. Zeit zu gehen, ich besuche sie wieder. Okay, das ist schön. Wann habe ich das letzte Mal geraucht? Ich weiß nicht, aber wir werden den Stuhl einmal zerschlagen. Weil so wichtig ist der gerade auch nicht. Wir können aus dem Holz... Wir können daraus mal was machen. Wir können da was machen. Ja, gefällt mir. Und dann hier auch nochmal aus normalem Holz. Bisschen Brennstoff. 5 Brennstoff. Und dann... Du wirst hier hochgehen zum Radio und du wirst, wenn du fertig bist, nochmal... Hier ist der... Machst du? Hallo? Mal weiter. What the fuck, warum hat der das gerade... Hüten Sie sich vor Plünderbanden. Oh, als ob der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität in Pogoren an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Heißt das, wir sollten eventuell schauen, dass wir uns... Naja, dass wir... Nein, mach weiter. Beziehungsweise eigentlich kann das... Viel lieber ist mir eigentlich, wenn du was kochst. Und du kannst hier weitermachen. Wichtig ist... was ist nochmal wichtig? Keine Ahnung. Es wird schon genug wichtig sein. Okay, wir können einmal das machen. Das ist okay. Und dann... Ah ja, genau, was ich... Genau das wollte ich schauen, dass ich mache. Und zwar hier diese Tür. Oh Gott, das hätten wir... Könnten wir fast machen. Ich glaube, wenn wir heute nichts verschwenden und nochmal ins Lagerhaus gehen in der Nacht, könnten wir das hinkriegen, dass wir hier diese verstärkte Tür... Weil das Radio hat gesagt, es geht gerade ultra viel mit Banden und Kriminalität ab.
Und das war jetzt schon die letzten Tage so, deswegen schaue ich mal, dass ich hier diese verstärkte Tür hinkriege. Und weil du leicht krank bist, schaue ich mal, ob du vielleicht das hier hinkriegst. Du bist nur normal hungrig, das heißt, du hast kein Anrecht auf irgendwas. Hungrig und müde. Du sollst gewiss keine weiteren Medikamente nehmen. Aber du bist leicht krank. Das heißt, du wirst essen. Und wirst dich hinlegen. Beziehungsweise du wirst diese Medikamente nehmen. Ich weiß, das ist vielleicht Verschwendung, aber er will keine Kräutermedizin nehmen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es geht mir sicher bald besser. That's the spirit. That's the spirit. So, du bist müde, hungrig, deprimiert. Egal. Hier muss ich Roman erstmal hinlegen. Du wirst dafür essen. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht gleich sehr hungrig oder so. Okay. Das reicht erstmal. Da, okay. Okay. Ach ja, heute übrigens nur als kleine Info. Heute kommen 2 Folgen This War of Mine, wenn ich nicht komplett verscheiße. Es hat angenehme 15 Grad, obwohl es spät am Abend ist. Also ganz ehrlich, wenn da jetzt hier... Die Sache ist, meint wer... Wir brauchen... Ach, scheiße, meint wer steht jetzt gleich Wache? Meint wer steht jetzt Wache? Hier gibt's aber... Moment, hier gibt's aber nur noch Waffen. Hier gibt... Heißt es, hier gibt es keine Teile mehr? Hier gibt es Medikamente und Waffen. Hier gibt es halt auch noch Teile und Lebensmittel. Hm. Scheiße, okay. Du wirst plündern, du bist erschöpft, das heißt, du wirst schlafen und du bist... Achso, ich dachte gerade, ich dachte, das ist Roman, der ist nicht mehr krank, aber... Du wirst schlafen, du wirst... Nee, du wirst Wache stehen, so leid es mir tut. Du bist aber nicht müde und nicht hungrig, also vielleicht funktioniert es trotzdem. Und Pavel wird plündern. Und zwar auf der Baustelle. Ja, das ist das Intelligenteste, was wir machen können, weil ich hoffe, das sind 2 oder 3... Boah, sind da noch irgendwo Teile? Keine Ahnung, es müssen 2 Teile und 1 Holz müssen wir mitnehmen. Also ganz ehrlich, wenn wir das nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht, dann sind wir dämlich. Halt, wo sind Waffen? Ich dachte gerade schon. Wir haben inzwischen schon so viel Shit, dass ich die Waffen gar nicht mehr finde. Sonst Säge brauchten wir hier eigentlich nichts mehr. Von daher, go go. Ah, jetzt habe ich die Rattenfalle. Das ist mir gerade wegen dem Gemüse, dem Verrotteten, eingefallen. Warum ist die Musik schon wieder so heftig? Keine Ahnung. Hier unten war was. Du bist... Ich weiß nicht, ob das sein normales Schleichen ist oder... dass sein müdes Schleichen ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch dieses deprimiert. Moment. Oh Gott sei Dank. Nee, geh hier schon wieder runter. Ich dachte nur, das wäre irgendwie jemand Böses. Okay, nee, hier gibt's nichts. Glaube ich. Schau nochmal ein Stückchen vor, aber ich glaube, das wäre hier schon angezeigt gewesen. Ja, nee, hier gibt's nichts mehr, okay. Nee, es gibt noch eine Sache hier. Und dann gibt's hier oben noch irgendwie 1, 2 Kleinigkeiten. Ich bin mir nicht... Was, du bist dir nicht sicher? Du warst hier schon 20 Mal gefühlt, Pavel. Also ganz ehrlich, so ein bisschen Ortungsgedächtnis wäre schon erlaubt. Ehrlich.
Also, ich bin ja selber jemand, der meiner Ansicht nach recht gutes Ortungsgedächtnis, zumindest im Real Life, hat. Also in Spielen tue ich mir manchmal schwer, muss ich zugeben. Aber im Real Life bin ich eigentlich ganz gut, was Ortungsstuff angeht. Also Orientierung ist nicht Ortung. Also ich, Ortung, nee, aber Orientierung. Also von Plänen und so. Und wenn ich zweimal irgendwo war, weiß ich auch wieder, wo ich überall hinkomme. Aber Pavel scheint es nicht so zu gehen. So, hier wird geplündert. Hier auf dem Stockwerk ist nichts mehr. Ja, das ist jetzt eigentlich nur mehr das allerletzte Mitnehmen, was halt so gerade verfügbar ist und wir eventuell irgendwann traden können oder... Wir haben jetzt halt alles an Schießpulver weggeworfen. Also nicht weggeworfen, aber halt mit Franco getradet, damit ich es auch mal aussprechen kann. Ist hier hinten noch was? Nö. Okay. Wobei, ich weiß nicht, ob ich... Nee, das würde ich gar nicht sehen. Sekunde. Hier, so, das nehmen wir alles mit. Wir nehmen heute einfach alles mit. 100%. Ah, ein Teil. Wir brauchen noch ein zweites und außerdem ein Holz. Ah, hier siehst du. Das habe ich, glaube ich, nie gelootet. Oder nie vernünftig gelootet, sagen wir. Komm, komm, komm. Da ist das eine Holz, was wir brauchen. Und da ist... Ah, oh, wir brauchen Okay, wir kommen hier nicht hoch. Okay, Moment. Dammit. Wir brauchen ein einziges Werkzeug. Also diese Bestandteile. Die, wo das Icon so ausschaut wie ein Werkzeugkasten. Ein einziges. Ein einziges. Und dann können wir diese Sicherheitstür bauen. Das braucht dann zwar quasi alle unserer Materialien, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn wir das machen, wird dadurch halt nicht geplündert werden, weil wenn das Radio, ich glaube, das hat jetzt am Tag 27, Tag 28 und jetzt hier Tag 31 immer von, oh, Plünderung, Plünderung, Plünderung gesprochen. Und ich glaube, ich sollte das durchaus ernst nehmen, weil das Radio hat mir auch paar Tage, bevor ich hier diese Kältefront aufgekommen ist, hat gesagt, es kommt eine Kältefront auf. Achtung. Mir fällt gerade übrigens auf, es dauert fast die ganze Nacht überhaupt hier hochzukommen. Aber die beiden Sachen werden wir jetzt hier looten. Scheiß drauf. Das geht sich aus. Zwar gut. Ist kein Teil. Kein Werkzeugteil. Bitte, bitte Werkzeug. Bitte ein Werkzeug. Ein einziges. Ein einziges. Ein einziges. Fuck. Okay, Moment. Vielleicht ist hier drin. Vielleicht, dass hier noch was in dem Steinhaufen drin ist. Nee. Fuck. Okay, dann renn zum Ausgang. Okay, wir können ruhig ein bisschen langsamer machen. Das geht sich aus. Weil ich glaube, ihn zu hetzen bringt uns nicht wirklich was. Zwei Betten für drei Leute sind übrigens eigentlich gar nicht so gut. Gar nicht so viel, meine ich. Weil irgendwie ist doch immer jeder hundsmüde. Jeder ist ständig sehr müde oder sogar erschöpft. Und ja, ich glaube sehr stark, dass dieses Erschöpftsein das Äquivalent zu sehr müde ist. Also, die Steigerung. Also müde, sehr müde, erschöpft. Genau wie traurig und dann das nächste ist deprimiert oder halt hungrig, sehr hungrig und dann wahrscheinlich am Verhungern oder so irgendwie ist. Okay, du könntest doch mal ein bisschen laufen. Sonst wird es vielleicht ein bisschen knapp. So, Pavel ist zurück. Wunderbar. Puh, okay.
ja, kurz am Tee genippt. Sorry. Ich habe noch ein bisschen Husten. Heute Nacht haben wir sehr gute Beute gemacht. Wunderbar. Roman raucht viel. Roman raucht zwanghaft. Okay, er ist leicht krank, traurig, müde. Okay, Pavel ist auch sehr müde. Bruno ist sehr hungrig, okay. Roman, nimmst du Medikamente bitte? Sehr hungrig. Ich warte noch. Du wirst dich noch hinlegen können. Leicht krank, traurig. Die Sache ist halt leicht krank. Ich möchte ihn jetzt nicht extra wegen leicht krank hier. Beziehungsweise wir haben halt wenig Wasser. Sehr hungrig, müde. Du wirst dich hinsetzen. Bruno. Oh. Bruno kann mit Pavel reden, okay. Er ist nämlich deprimiert. Ja, Bruno wird heute nicht viel zum Schlafen kommen. Okay. Oh, ja, er wird nämlich Holz, was verbrennen. Er wird das hier machen. Er wird Stuff machen, er wird kochen, was halt immer geht. Hoffentlich kommen die Nachbarn wieder und geben uns Gemüse. Und er wird Wasser, also Schnee schaufeln und das, beziehungsweise Schnee sollten wir noch genug haben, wir werden halt Wasser schaufeln. Er wird schauen, ob wir die Tür machen können. Halt, nein, du legst dich schon schlafen. So, hüp, hüp, okay. Wir müssen schauen, dass wir... Ja, eigentlich brauchen wir das Holz, was ich für die Sicherheitstür verwenden möchte, aber... Schauen wir mal. Viel wichtiger ist, ob wir die genügend Teile haben. Wir werden außerdem hier eine... So eine komische, verrottete Tomate reinlegen. Wie viele Zigaretten haben wir eigentlich, weil vorher stand, Roman raucht zwanghaft? Haben keine mehr. Roman hat 8 Zigaretten innerhalb von einem Tag geraucht. Okay, ich kenne Leute, die mehr rauchen, also so schlimm ist das gar nicht. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Verdammt. Okay, wir könnten rein theoretisch den Helm reparieren, aber... Weiß nicht, ob ich da so ein Freund von bin. Uns fehlt ein verficktes Teil. Ein Scheißteil. Was wäre der Moment? Wie viel kostet das hier? Okay, das kostet... Ja, scheiße, das kostet dann wieder elektrische Teile. Ich dachte gerade, vielleicht kann ich hier das hier... Du bist sehr hungrig. Ja gut, schauen wir mal, ob wir dir was zu essen besorgen können. Schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir... Ja, wir haben 4 Dinger. Das Problem ist dann halt eher Wasser und Brennholz, was es kostet. Es ist, hier brauchen wir nämlich 3 Wasser für. Hier brauchen wir eigentlich alles viel weniger. Wir brauchen zwar das hier verdoppelt sich, aber das hier verdoppelt sich nicht und das hier verdoppelt sich auch nicht. Also... Gut, 4 Wasser würden eigentlich schon reichen. Das passt mit einem Filter. Dann können wir zumindest für den sehr hungrigen Bruno hier was zu essen machen, was gut ist. Weil Bruno wird mal wieder die Nacht durchmachen müssen. Also tapferer Bruno. Also ganz ehrlich, Roman ist damals einfach angetanzt und seitdem ist er einfach nur krank. War nie plündern, war einmal im Krankenhaus, hat uns dadurch eine Plünderungsnacht gekostet. Wie viel Schnee haben wir nochmal? Ja, 13, das reicht. Das ist eigentlich voll für den Arsch.
Wenn, nur Fall, für den Fall werde ich schon mal vorsorgen. Wir brauchen noch 3 Wasser. Wir brauchen einen Filter. Wie viel ist hier ein Filter nochmal? Wir bräuchten echt 3 Betten. Aber halt, das ist halt so die Sache. Ob es wirklich was bringt. Das Problem ist halt, Roman erholt sich ständig vom leicht krank sein. Was? Alles wird zu schwer? Nein, alles. Wo habe ich jetzt gerade hingedrückt? Hier Filter. Oh, das braucht aber Teile. Ne, noch kochen wir eh nicht. Also von daher. Zur Not müssen wir halt. Zur Not müssen wir den Sessel. Und wenn es wirklich nicht mehr anders geht, weil unser Enddatum ist vielleicht Tag 44, wenn man dem Radio Glauben schenken darf. Laut dem könnte es möglich sein, dass wir eventuell so um Tag 40 eins unserer Betten vielleicht platt machen müssen fürs Feuerholz. Okay, hören wir nochmal kurz Radio. Hüten Sie sich vor Plünderbanden. Nee. Seltsame Musik. Temperaturen sind immer noch sehr gering. Hier. Moment. Klassische Musik. Wunderbar. Bisschen ausruhen. Ich dachte eigentlich, das Radio hilft bezüglich Stimmung, aber seit ich es gebaut habe, sind alle trotzdem noch traurig oder deprimiert. Roman erholt sich seit gefühlt Jahren von leicht Krankheit. Hin und wieder wird er dann schwer krank. Vielleicht, naja. Ich glaube, um ihn wirklich Vollgas zu machen, müssten wir ihn einmal in der Früh komplett nicht hungrig, also komplett Hunger weg, Trauer mir vielleicht weg, wenn ich es irgendwie... Vielleicht kann es sich besaufen, ich weiß nicht, aber... Solange er halt nur leicht krank ist, ist vielleicht auch nicht alles ganz schlimm. Okay, Pavel ist müde und hungrig, aber deprimiert. Das Problem ist, wir können halt mit keinem mit Pavel reden. Okay, du bist ausgeschlafen, das ist schon mal gut. Okay, Bruno kann sich noch kurz hinlegen, wobei, das zahlt sich nicht mehr aus. Wobei, vielleicht. Okay, Pavel setzt sich einfach hin und weint, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, die Kirche und der Supermarkt, hier gibt es Medikamente, hier gibt es eigentlich alles, wenn wir es schaffen. Wir brauchen für die Kirche ein Sägeblatt. Haben wir ein Sägeblatt? Wir haben ein Sägeblatt. Okay, dann gehen wir mit... Nicht mit Roman, bist wahnsinnig. Hier, Roman wird im Bett schlafen, du wirst Wache stehen. Pavel wird plündern. So, wir brauchen das hier und... Ich weiß nicht, hier zum Zerkleinern von Möbeln oder Leuten. Und die Sache ist halt, Schaufel könnte auch, ich weiß halt nicht, ob dort... Steht das hier zufällig? Wir sollten mit Bergen von Schutt rechnen. Okay, das heißt, ich werde das hier mitnehmen. Die Axt weiß ich nicht, ob ich mitnehmen sollte. Frage steht da explizit... Eine Gruppe von bewaffneten Männern hat das Sakristeigebäude besetzt. Ja, gut. Okay, machen wir es folgendermaßen. So, okay. Habe ich die Entscheidung getroffen? Okay. Und warum hat das Spiel gerade so ein bisschen geleckt? Das letzte Mal, als wir hergekommen sind, hatten wir einen Streifschuss oder sowas in die Richtung. Irgendwas, wo wir uns nicht bandagieren mussten, aber was trotzdem ein bisschen scary war.
Okay, hier ist keiner wie beim letzten Mal. Ich sehe hier auch nicht, dass irgendwer wäre. Hier können wir uns verstecken. Hier ist nichts zum Plündern. Hier ist was für da unten. Aber hier ist auch was. Und hier sind zwei... Ne, hier ist mehr Shit. Hier ist mehr Shit. Ganz eindeutig. Wir brauchen aber immer noch für die Kirche... Ich schreibe mir das nochmal auf. Und hier kommen wir dann vielleicht... Okay. Ja, der Gegenstand ist kaputt, das macht nichts. Ich hoffe, wir kriegen hier... Ach, nichts. Oh Gott, wenn das jetzt hier alles nur Gerümpel ist. Und das hat mich quasi... gebaitet. Oh, nee, renn zum Ausgang. Oder renn nicht zum Ausgang, aber renn mal hierher. Okay, nee, ich hoffe, die wird jetzt dann nicht... Ich glaube, die steht nur da. Oder der. Zur Not rennen wir zum Ausgang. Okay, Geräusche hier. Okay, du gehst wieder zurück, das finde ich saugut. Okay, ich hoffe, hier gibt es wieder ein bisschen bessere... Ja, ganz ehrlich, wenn das alles ist... Moment, wie gut ist unsere Schaufel eigentlich beieinander? Okay, das geht noch. Moment. Ausgerüstete Nahkampfwaffe. Okay, nee, ich glaube, das ist gerade nicht nötig. Das Problem ist, sie sind sehr nahe. Okay, hier rechts wird auch ein Ausgang sein. Mir fehlt das Essen, das wir vor dem Krieg hatten. Ja, das tut's mit jedem. Heute Nacht wird eine Scheißnacht von dem, was wir zurückbringen. Wenn sich nicht endlich jemand hier wegbewegt. Oh, komm schon. Reicht, wenn es einer von euch ist, der sich verpisst. Was? Ist hier noch jemand? Okay, ich versuche mein Glück. Nein! Nein! Da ist jemand! Alter, wie viele sind denn hier? Ah, ich hab für... Nein, 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 nein. Ganz falsch. Ich habe nur für morgen, also für die nächste Nacht, eine Idee. Und zwar, dass wir hier hochklettern, hier hochgehen und dann hier uns von oben umschauen. Das ist zwar wahrscheinlich saumäßig riskant...
ein bisschen windiger. Nee, das geht sich auch. Ho, das wird knapp. Ho, das wird knapp. Das wird knapp. Wenn wir es überhaupt schaffen. Nee, Pavel wird heute ein bisschen länger draußen bleiben. Oder... Na, wenn er hier ist bei 50, könnte es sich ausge... Boah! Alter, es war knapp, wie scheiße. Okay. Boah. Heftig. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play This War of Mine. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.